Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play The Witcher 3. Und zwar machen wir das diesmal so. Ich habe jetzt nochmal von vorne angefangen. Ja, die erste Folge, die ich schon oben hatte, die am 1.1. rausgekommen ist, habe ich gelöscht und habe jetzt nochmal von vorne angefangen. Da gab es ein paar Probleme mit dem Mikrofon, aber ich denke mal, jetzt funktioniert das soweit. Gehe ich mal einfach stark davon aus. Ja, also ich musste das letzte Mal bei der... Das Schräge ist, ich habe schon 40 Folgen aufgenommen gehabt. 40 Folgen The Witcher 3 hatte ich schon aufgenommen, die habe ich eben gerade alle gelöscht, weil es mit dem Mikrofon halt gerade aktuell so Probleme gab, dass dass es halt richtig scheiße eingestellt war und ich teilweise echt entweder zu leise war, dann hatte man einen übelsten Raumklang, ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es einigermaßen gut eingestellt ist. Ich will noch mal gucken. Ich hatte ja auch hier ein paar Mods installiert. Werden wir mal gucken. Also Friendly AOD habe ich installiert und Autoloot und noch ein paar andere. Hauptsächlich so für die Map und sowas, also für die Karte. So eine Mod installiert. Autoloot kennt bestimmt auch jeder. Ich mach das aber mal aus. Weil sonst geht immer hier so, zack, immer so ein Fenster auf und das ist dann, denke ich mal, in Videosequenzen habe ich das festgestellt, das ist echt störend, ja, wenn man da irgendwo durchläuft und und er backt sich die Taschen voll und dann kommt jedes Mal dieses Autoloot-Fenster. Dann für die Gewichtsmod habe ich noch drauf gemacht, dass man halt 9000 tragen kann. Genau. Aber ansonsten denke ich mal, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Ich meine, ich habe es jetzt schon einmal, komplett durchgespielt und ja, was soll ich denn sagen? Ja. Muss man halt gucken. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, das übersteuert jetzt nicht, weil es auch manchmal einen roten Bereich hier ausschlägt. Dass ich dann entweder zu laut bin oder sonst irgendwas. Da muss ich es nämlich noch ein bisschen runterdrehen, vielleicht. Aber ich gehe mal davon aus, von meiner Tonqualität ist es erstmal soweit in Ordnung. Wenn ich jetzt hier rede. Ja. So, So, dann wollen wir mal ins neue Spiel reingehen. Das Spiel natürlich von vorne. Ja, weil es wirklich noch nicht Let's Played. Und wir spielen als erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Ja. Wo eigentlich Todesmarsch? Gut, zu den Dingen gibt es eigentlich keinen Unterschied, außer dass die Gegner halt ein bisschen mehr Bums haben. Also ein bisschen mehr Stärke haben. Aber wir spielen mal für Fortgeschrittene. Tutorials brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja seit Heiligabend 40 Folgen aufgenommen. Ich denke mal, ich bin da aufgestellt. Was das angeht. Spielstand aus Witcher 2 simulieren. Macht das eigentlich einen Unterschied, wenn ich jetzt auf Ja mache? Bin schon ruhig.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, und da sind wir wieder. Okay. Im Gartner schön hier in der Wanne gelegen und dann wären wir schon wieder verpflichtet, irgendwas zu machen. Aber ich muss tatsächlich sagen, aber wenn das Spiel von 2015 ist, es ist immer noch cool. So, das haben wir jetzt schon alles eingesammelt. 12 Bücher. Aha, das hätte ich eh niemals alles gefunden. Aber das sind keine Quest-Dinger. Okay. Die wilde Jagd. Nochmal wegen Vorlesen oder sowas. Ich bin kein guter Leser, bin ich ganz ehrlich. Ihr könnt gerne das Video pausieren, euch das durchlesen, aber... ich bin nicht so ein guter Vorleser. Ja. Weiß gar nicht. Vielleicht habe ich auch die Stimme nur nicht dazu oder... wer weiß. So. Wir sollen mit unseren Hexer sind. Oh. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ich finde die Yennefer ist cool. Als Charakterfigur. Warum nicht? Witcher kann man immer mal spielen. Ich weiß nicht. Ich hatte keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Was ich halt cool fand, das war... die Witcher-Serie tatsächlich. Also die ist ja jetzt rausgekommen. Als Serie. Flieder und Stachelbeeren natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen.
Also Witcher ist ja jetzt als Serie rausgekommen. Und ich finde die Serie gar nicht mal so schlecht. Bin ich ganz ehrlich. Also die Serie ist schon bombastisch. Scheiße, der Bergpass ist schön wie eh und je. Ah, und guckt euch das an. Wahnsinn, oder? Eine richtig coole Aussicht. Also ich finde das echt genial, wenn du hier rausgehst und hast dann erstmal so eine Aussicht. Ah, gab's gestern hier Brot und Wein, ne? Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht.
Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Oh nein. Besemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Ja, auf jeden Fall. Die Meinung müsste ich jetzt zwar nicht machen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel gespielt, aber naja. Zieh das Schwert, Geralt. Schnelle Hiebe. Eins, zwei, drei. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Hör auf zu prahlen, Geralt. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Langsam wie eine Fliege in Bernstein heute. Nochmal. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Ja. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attacke. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter! Schlag gegen Schlag! Vielleicht sieht dein Sturm. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Los, auf sie! So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Ciri,
Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt. Na los! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Noch nicht zu spät, sich zu entschieden. Oh, reicht aber jetzt mit dem Training. Ja. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Auf jeden Fall. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon.
Ich weiß, das ist es nicht. Du hast ihre Spuren gesehen. Sie reitet pausenlos im gestreckten Galopp mit halsbrecherischem Tempo durch die Wildnis, über verwüstete Schlachtfelder. Hat es eilig, irgendwo hinzukommen oder vor irgendwas zu fliehen. Es sieht so oder so nach Ärger aus. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht in Schwierigkeiten wäre. Für Ärger hatte sie schon immer einen Riecher. Hofintrigen hier, Magier, Verschwörungen dort. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Hab mir wohl eingebildet, dass alles ruhiger wird, wenn wir endlich wieder zusammen sind. Jedenfalls für eine Weile. Ruhig? Mit Yennefer? Viel Glück. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Und ab geht er. Durchziehen, folgen ihnen den Verfahren. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Oh, erstmal den Autoloot wieder eingeschaltet hier.
Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ja. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Muss ich anscheinend doch wieder anmachen. Eine Ingame-Benachrichtigung. Okay, nicht. Leid. Na, komm, egal.
Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Verfluchtes Wild. Mir schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. Mach langsam. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Habt ihr das eben gerade gesehen? Da, wenn ihr aus dem Fenster geguckt habt, wie das Pferd draußen da stand. Oh. Hier ist. Das gab. Dann ist der. Bisher. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht.
Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.